Willkommen auf Schloss Lindy Hall. Es tut mir leid, aber Sie befinden sich hier im Privatbereich des Grafen. Der Museumstrakt liegt 300 Fuß weiter nach rechts. Ich empfehle Ihnen unseren wunderbaren Katalog und unseren köstlichen Tee. Denken Sie daran, ich lausche sehr gerne und ich sehe alles. Schönes Foto. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich mache Öl. Oh, sind Sie also Millionär? Ja, woher wissen Sie das? Fast alle Amerikaner, die ich kenne, sind Millionäre. Vor allem die, die mit Öl zu tun haben. Sie sind so elegant, so souverän und so distanziert. Und? Und? Einfach die bezauberndste Frau, die ich je gesehen habe. Stehen kurz vor einem Magengeschwür, weil sie zu viel Steaks und Salat essen. Das war Lady Wrights Bericht über die gesellschaftlichen Aktivitäten des amerikanischen Mannes. Soll ich sagen? Ganz leise. Nein, bitte nicht. Das ist jetzt einmal ein bisschen undankbar. Das ist mir sowas von egal. Es war sehr nett, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Mr. Delacroix. Er soll das jetzt ein Abschied sein? Leb wohl, Charles. Leb wohl. Oh, Entschuldigung, ich dachte, du bist allein. Das ist mein Mann. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Sir. Ahnt er was? Er hat es gemerkt, sofort. Mir hat es angesehen. Hast du das Schild privat nicht gelesen? Ich habe bezahlt, um auf diesen Weg hereinzukommen. Hätte ich mich angemeldet, hätte man mir sicher durch Seller sagen lassen, es sei niemand zu Hause. Ich habe schwarz auf weiß. Du hast mir damals wunderbare Liebesbriefe geschrieben. Man soll eben nichts schriftlich machen. Du bist nur gekommen, um zu sehen, wie ich darauf reagiere, wenn sich meine Frau in einen anderen Mann verliebt. Liebling, es handelt sich ja nicht um einen anderen Mann, sondern um einen Millionär. Danke. Ich kann dir ganz genau sagen, wie ich darauf reagiere. Ich bin sehr verletzt, sehr unglücklich, sehr verwirrt und sehr allein. Ich könnte dir ein wunderschönes Leben bieten. Ich hatte ein wunderschönes Leben, bevor du darin aufgetaucht bist. Und eine ziemlich langweilige Freundin von Hillary, die sich den ganzen Tag mit Whisky über Wasser hält. Ach, Hillary, mein Schatz, du hast mir noch gar nicht gesagt, was du die ganze Woche in London so alles getrieben hast. War's nett? Es ist natürlich der Nerv. Ja! Eine großartige Idee und er ist voll drauf abgefahren. Patty wird nicht geschmacklos. Also gut durch den Wolf drehen. Ist ja noch schlimmer. Er sieht jedenfalls sehr schäbig aus. Ja, das kann nur so eine Art Tarnung sein. Vielleicht sollten wir doch erst zu Weihnachten öffnen. Oder es ist so eine Art Büchse der Pandora und wir sollten ihn überhaupt zulassen. Am besten du bringst den Koffer zurück in das Schließfach und wirfst den Schlüssel einfach weg.